Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen, außer man hat sehr viel Geld. Vor allem durch Sendungen wie Bares für Rares oder amerikanische Trödelshows kommen immer wieder unglaubliche Raritäten zum Vorschein, die Menschen häufig jahrelang besaßen, ohne überhaupt zu wissen, wie viel es wirklich wert ist. Wir zeigen euch heute die unglaublichsten Expertenschätzungen, die Verkäufer absolut überraschten, wie auch extrem glückliche Funde, die nichtsahnende Menschen reich machten. Als letztes werden wir dann auch nochmal die wohl wertvollsten Raritäten zeigen, die jemals auf diesem Planeten versteigert wurden. Willkommen bei Wissenswert und viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit der Kategorie der überraschendsten Schätzungen. In Sendungen wie Bares für Rares oder in ähnlichen Trödelshows im Ausland tauchen ab und zu wahre Schätze auf, von deren Wert ihre Besitzer häufig gar nichts wissen. So zum Beispiel auch James Norton. Der 87-jährige Amerikaner ließ in der Sendung Antiques Roadshow seine Uhr von einem Experten schätzen. Norton vermutete, die Uhr wäre etwa 1500 Dollar wert, doch bei der Begutachtung wurde er schnell eines Besseren belehrt. Seine Rolex GMT Master aus dem Jahr 1960 war eine absolute Rarität. Der ehemalige Soldat war zur Zeit des Kaufes in Deutschland stationiert, genauer gesagt in Zweibrücken. Dort kaufte er die Uhr zum Preis von umgerechnet nur 120 Dollar. Der Experte erklärte sofort, dass die Besonderheit der Uhr vor allem darin liegt, dass es sich um das erste GMT Master Modell handelt, das Rolex je fertigte. Was ihn ebenfalls begeisterte, war die Tatsache, dass Norton neben der Uhr auch noch sämtliche dazugehörige Unterlagen besaß. Er hatte noch die originale Schachtel, in der die Uhr aufbewahrt wurde, wie auch den Fertigungsnachweis und sogar noch die originale Rechnung. Als Norton die Schätzung hörte, konnte er sein Glück kaum fassen. Zwischen 35.000 und 45.000 Dollar war die Rolex wert. Doch da der Mann auch noch das gesamte Zubehör besaß, wurde der Wert schließlich auf 65.000 bis 75.000 Dollar geschätzt. Und Norton war nur noch sprachlos. Bleiben wir für das nächste Objekt noch bei Antiques Roadshow und kommen zu einer anderen, wohl extrem überraschenden Schätzung. Diese Decke wirkt eigentlich sehr unscheinbar und auch Ted Koontz, der Besitzer der Decke, dachte sich nicht viel dabei, als er sie in die Sendung brachte, um sie schätzen zu lassen. Er wusste nur, dass sie von einem Häuptling der Navajo-Indianer stammte und ein Erbstück des Großvaters seiner Frau war. Der Experte Donald Ellis erklärte Koontz sofort, dass er ein wenig Schnappatmung bekam, als er das Stück sah. Denn obwohl die Decke nicht wirklich sonderlich beeindruckend aussieht, so ist sie sehr besonders. Sie entstand in den 1840er Jahren und war bereits damals wohl das Kostbarste, was das Volk der Navajo besaß. Nur dem Stammeshäuptling war es gestattet, diese sehr aufwendig gewebte Decke zu tragen. Sie ist so fein gewebt, dass sie sich dünn wie Seide anfühlt, obwohl sie aus Schafswolle gefertigt wurde. Experte Donald Ellis erklärte zudem, dass es kaum eine derartige Decke gibt, die noch so gut erhalten ist. Wie diese. Sind Sie ein wohlhabender Mann? Fragte Ellis Ted Koontz. Als er dies verneinte, sagte Ellis nur, naja, dann werden Sie nun wohl einer. Die Decke war nämlich zwischen 350.000 und einer halben Million Dollar wert. Mit so viel hatte der Rentner niemals gerechnet und er gab sie so schließlich in eine Auktion. Dort wurde die Decke für 1,5 Millionen Dollar gekauft und Ted wurde wirklich zu einem wohlhabenden Mann. Für unser nächstes Objekt kommen wir nach Deutschland, zur Trödelshow Bares für Rares. Erst vor einigen Monaten tauchte in der Sendung ein absoluter Sensationsfund auf. Cosima Brick, eine Krankenschwester aus Rühlsheim, brachte der Expertin ein großes, diamantenverziertes Kreuz. Wie sie selbst sagt, kam das Objekt in die Familie als Geschenk einer alten Frau, die von Bricks Verwandten regelmäßig in die Kirche begleitet wurde. Das Kreuz ist voll mit Diamanten und goldenen Seitenverzierungen und enthält ein kleineres, gläsernes Kreuz, hinter dessen Glas sich zwei Holzstreifen verbargen. Die Expertin meint, dass es aus dem 18. Jahrhundert stamme. Anschließend dreht sie das Kreuz um und öffnet einen goldenen Deckel. Darunter verbirgte sich ein Siegel, das ein Kongregationssymbol prägt, also ein päpstliches Zeichen. Wie die Expertin erklärt, zeigt das Siegel, dass es sich bei den Holzstücken unter dem Glas tatsächlich um ein Stück des Kreuzes von Jesus handle. Es ist also eine kleine Weltsensation. Vor allem die Verkäufer hätten damit nicht gerechnet. Und als sie von dem Schätzwert erfuhren, kippten sie fast um. 60.000 bis 80.000 Euro soll es angeblich wert sein. Als sie anschließend zu den Händlern kamen, mussten sie allerdings ihre Preise
Preisvorstellung etwas senken. Sie erhielten am Ende etwa die Hälfte, also 42.000 Euro. Susanne Steiger, die Händlerin, die das Stück ergattern konnte, trieb es allerdings Freudentränen in die Augen. Wie sie selbst sagt, will sie es nicht verkaufen, sondern lieber behalten oder in ein Museum geben. Kommen wir jetzt von den überraschendsten Schätzungen zu den glücklichsten Funden und beginnen direkt mit der verrückten Geschichte von Michael Sparks. Der US-Amerikaner war in einem Trödelladen unterwegs und fand dort eine Kopie der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das Stück sah so gut aus, dass er es sofort kaufen wollte. Zum Preis von nur $2.48 ergatterte er im Laden das Schriftstück. Es sah so authentisch aus, dass Sparks den Verdacht hatte, dass es möglicherweise tatsächlich echt sein könnte. So gab er es in ein Auktionshaus und ließ es überprüfen. Und tatsächlich war es eine echte Kopie der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1820. Insgesamt wurden nur 35 solcher Kopien hergestellt, was das Stück zu einer absoluten Rarität machte. Michael gab es schließlich zur Auktion frei und erzielte dort unglaubliche $477.650. Das macht Michael Sparks Kauf wohl zu einer der besten Investitionen aller Zeiten. Weiter geht's mit einem anderen Glückspilz, und zwar Daryl Sheets. Der amerikanische Antiquitätenhändler geht regelmäßig in der Sendung Storage Wars auf Raritätensuche. Dabei bietet er auf den Inhalt von Lagerhallen, die von ihren Besitzern aufgegeben wurden. Grundsätzlich besteht da auch immer das Risiko, dass man einen Fehlkauf macht. Doch einmal traf Daryl auch voll ins Schwarze. Für $3.600 kaufte er einen Lagerraum, dessen Inhalt er interessant fand. Als er danach inspizieren durfte, was sich genau in dem Raum befand, entdeckte er eine Menge Gemälde von einem Künstler namens Frank Gutierrez. Sheets dachte sich, die Gemälde könnten möglicherweise etwas wert sein und begab sich damit zu einer Kunstexpertin, die für ihn den Wert der Bilder ermitteln sollte. Was diese dann erklärte, machte ihn sprachlos. Die Bilder hatten einen Gesamtwert von über $300.000. Er konnte es nicht glauben. Doch tatsächlich war diese Lagerhalle bisher Sheets mit Abstand beste Investition. Einen anderen unglaublichen Fund machte das amerikanische Ehepaar McEvoy. Sie waren in einem Second-Hand-Laden in North Carolina auf der Suche nach Kleidung, die sie dann etwas teurer wieder weiterverkaufen wollten. Dort fanden sie unter anderem diesen Pullover mit der Aufschrift West Point. Sie kauften ihn für 58 Cent. Zu Hause fiel ihnen dann jedoch auf, dass der Pulli Löcher hatte. Und so wollten sie ihn erstmal flicken, bevor er dann weiterverkauft werden sollte. Einige Tage später sahen sie dann im Fernsehen eine Doku über eine alte Footballmannschaft. Der Trainer des Teams, Vince Lombardi, trug zufälligerweise genau die Jacke, die sie besaßen. Als sie nun nochmal die Jacke betrachteten, fiel ihnen auf, dass sich in ihr ein Schriftzug mit Lombardis Namen befand. Experten stellten fest, dass es tatsächlich die Jacke des legendären Footballcoach war. Und so gab das Paar den Pullover umgehend in eine Auktion. Dort erzielte er unglaubliche $43.000, was es wohl zu einem der größten Second-Hand-Läden-Schnäppchen aller Zeiten machte. Wir haben euch nun bereits die überraschendsten Schätzungen, wie auch die glücklichsten Funde gezeigt. Als letztes wollen wir euch noch die teuersten Raritäten präsentieren und wie ihre Käufer sie ergatterten. Vor allem bei sehr teuren Gegenständen kommt es fast immer zu einer richtigen Auktion, bei der Interessierte auf das Objekt bieten können. Dass Uhren bei Auktionen immer sehr beliebte Schmuckstücke sind, ist bekannt. Doch diese Uhr sprengte wohl den Rahmen. Die sogenannte Rolex Daytona ist ohnehin schon eine der begehrtesten Luxusuhren der Welt. Doch vor allem ein Modell sorgte vor knapp 2 Jahren mächtig für Aufsehen. Und zwar die Rolex Daytona des berühmten Filmschauspielers Paul Newman. Sie wurde 2017 im New Yorker Auktionshaus Phillips versteigert und über 400 Bieter aus aller Welt wollten sie unbedingt haben. Der Preis begann bei 1 Million US-Dollar. Doch da alle die Uhr auch haben wollten, wurde der Preis immer höher getrieben. Schließlich lag das Gebot bereits bei $12 Millionen, was die Uhr zur teuersten Armbanduhr der Welt machte. Doch es ging sogar noch weiter, bis es schließlich bei $17.7 Millionen endete. Was die Uhr so besonders macht, ist ihre Geschichte. Newman trug die Uhr im Kultfilm Indianapolis, wo es um ein Autorennen ging. Die Rolex war auch ein Geschenk seiner Frau und das Daytona-Modell wurde vor allem durch ihn erst so bekannt, wie es heute ist. Der wohl teuerste Schmuck, der je auf einer Auktion versteigert wurde, war ein Diamantring. Der Diamant, der Teil des Rings war, ist der sogenannte Oppenheimer Blue. Er ist der wohl berühmteste Diamant der Welt und gehörte früher dem Juwelier Philipp Oppenheimer.
Eimer. Das Besondere an dem Stein ist seine Größe und seine Reinheit. Einschlüsse sind bei ihm fast unmöglich zu erkennen, was den Diamant auch weltberühmt machte. Bei einer Auktion in der Schweiz wurde der Ring im Jahr 2016 verkauft. Dort erzielte er eine Rekordsumme von unglaublichen 51 Millionen Euro, was ihn zum mit Abstand teuersten Schmuckstück der Welt macht. Kommen wir nun vom teuersten Schmuck zu der teuersten Rarität, die jemals versteigert wurde. Es geht um ein Gemälde von Leonardo da Vinci, und zwar Salvatore Mundi. Das Bild stellt Jesus dar, der eine Glaskugel hält und ähnlich wie die Mona Lisa direkt ins Auge des Betrachters blickt. Das Bild ist eines von da Vincis bedeutendsten Werken und stand tatsächlich einmal wirklich zum Verkauf. Und zwar bei dem Auktionshaus Christie's. Die Gebote kamen schnell und aus anfänglichen 90 Millionen wurden 200, 300 und schließlich sogar 400 Millionen Dollar. Am Ende wurde das Bild für 450 Millionen Dollar verkauft. Gekauft hat es übrigens der saudi-arabische Prinz Bin Abdallah, der es erst einmal für seine Privatjacht nutzte. Inzwischen soll das Gemälde jedoch wieder für die Allgemeinheit zugänglich sein. Es steht jetzt im Louvre in Abu Dhabi. Das war's auch schon mit diesen unglaublichen Raritäten und den Geschichten dahinter. Was denkt ihr denn über diese ganzen Summen? Wir sind mal auf eure Gedanken gespannt. Das war's jetzt erstmal mit Wissenswert. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut!